Hallo, schönen guten Tag. Freut mich sehr, sehr hier zu sein. Mein Name ist Klaus Wohlmann. Ich bin 57 Jahre alt, lebe in Köln und im Raum Herford an Ostwestfalen, habe so zwei Wohnsitze und bin seit 14 Jahren freiberuflich tätig. Vorher habe ich Malerei, in erster Linie Malerei gemacht und habe dann umgeschwenkt in die Fotografie und heute sehe ich mich eigentlich als Fotokünstler. Ich hatte die Möglichkeit, mit einem 24mm Tamron, dem 2,8 DI3 OSD, zu arbeiten. Ich hatte den Auftrag, nach Bilbao zu fahren und nehme sie jetzt einfach mal mit auf eine Reise. Bilbao liegt am Atlantik, Baskenland, Spanien, an der Nordküste südlich von Pyrenäen, ist bekannt für das Grün, für viel Grün. Warum? Weil es oft regnet. Dadurch natürlich eine irre Vegetation und gleichzeitig aber auch wirklich die Farbe, dieses Grün dominiert. Ich habe hier so ein kleines Arrangement gemacht, eben mit 5 Bildern, dass das so ein bisschen zeigt. Ja, zum Beispiel unten links das Bild mit dem Kreisverkehr, das findet man in der Form bei uns, glaube ich, nicht. Ne? Einmal natürlich, dass die Straßenbahn da durchfährt und gleichzeitig aber auch dieses Grün. Ja, das habe ich eben von der Brücke aus oben fotografiert. Somit bin ich in der Perspektive. Ja, und das ist eben auch wichtig bei der Fotografie, zu sagen, gehe ich in die Vogelperspektive, Froschperspektive, in welcher Form gehe ich an ein Objekt ran. In diesem Fall war es der Kreisverkehr natürlich dienlich, dass ich eben mir eine Erhöhung suche und von oben rein fotografiere. Ja, gleichzeitig oben links, ja, praktisch ein Fischerboot genommen, auch wieder das Grün witzigerweise, habe mir überlegt, was kann ich tun, habe dann eben diese Spiegelung gesehen, bin dann in dieses Fischerboot reingestiegen und habe eben dann noch einen Passanten angesprochen, ob er sich nicht eventuell oben ans Geländer mal reinstellen könnte. Hat er auch getan und damit entstand eben letzten Endes dieses Bild. Natürlich sieht man den Mann nicht, aber so konnte ich ihn natürlich viel besser positionieren. Was man hier schon ein bisschen merkt, ist,
ist Planung dahinter. Es ist nicht nur einfach so, dass man im Affekt fotografiert, sondern man schaut schon genauer hin. Und ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht. Ne? Also es betrifft natürlich das Bild unten links und auch das Bild oben links. In der Mitte habe ich darauf geachtet. Ich bin also hier, das ist ein ganz zentrales Bild. Ich bin auf einer, also es ist unweit von dem Bild links, wo wir den Kreisverkehr hatten. Das ist praktisch die gleiche Erhöhung. Und ich bin eben genau über diesem Schienenstrang, eben auf einer Brücke, und habe darauf geachtet, eben, dass die stürzenden Linien fast nicht da sind. Dadurch habe ich natürlich eine Tiefe im Bild und muss die Kamera nicht umsonst überreißen. Ich kann praktisch diese senkrechten stürzenden Linien kann ich entsprechend reduzieren. Ja, und dann möchte ich noch auf das unten rechts das Bild eingehen. Das fand ich also wirklich ganz witzig, weil an der Küste war das, wo eben dann selbst noch der Weg in grün lackiert ist oder angemalt ist und dadurch natürlich nochmal was Besonderes und dadurch kommt natürlich hier also ein schönes Setting raus, wo man das Grün oder wo das Grün dominiert. Wenn man mit einem 24mm Objektiv unterwegs ist, ist man natürlich reduziert. Aber auf der anderen Seite ist es keine Reduzierung, sondern es ist eigentlich ein Mehrwert, weil man nämlich nur noch in dieser Brennweite schaut, also eben in diesen 24 mm. Und das bedarf natürlich hier erstmal, man muss sich ein bisschen so, ich sag mal ganz vorsichtig, einschießen, aber nach einer Zeit ist man genau in dieser Brennweite drin und man weiß ganz genau, ich habe eine Bildidee, ich bewege mich und muss dann eben wirklich mich selber bewegen, um das Optimum rauszuholen. Was wirklich dienlich ist, möchte ich hier bemerken, achten Sie darauf, dass Sie nicht zu knapp fotografieren. Also wenn Sie sowas machen, weil dann fehlt Ihnen nachher wieder was, wenn Sie daraus ein 16:9 machen wollen oder was auch immer. Deswegen ein bisschen großzügiger fotografieren, macht auf jeden Fall Sinn. Hier in diesem Fall bin ich auf dem Bahnhof, habe eben überlegt, was nehme ich als zentrale Linie her. Ich habe mich hin und her überlegt. Erst hatte ich überlegt, ich nehme die gelbe Linie. Dann habe ich überlegt, nein, es ist vielleicht auch die Schiene. Also diese Variablen hatte ich. Ich habe dann letzten Endes genau diese Kante genommen. Also praktisch diese Kante neben dem Bahnsteig, diese weiße Linie, die einmal durchs Bild geht, das ist meine zentrale Linie. Habe darauf geachtet, dass die Kamera eben nicht hoch oder runter geht und habe dann eben fotografiert. Und das ist wichtig, weil solche Bilder brauchen zentrale Linien. Das heißt, wenn das nicht erkennbar ist, wo die Hauptlinie ist, speziell wenn Sie unterwegs sind mit diesem 24 mm, also sprich mit dem kleinen Weitwinkel, also mit dem leichten Weitwinkel, dann fällt das sofort auf und geht schief. Man muss eben wirklich ein bisschen darauf achten. Gut, wenn die Kamera ein bisschen schief ist, das ist nicht das Problem, das kann man natürlich aufrichten im Nachhinein, aber die zentrale Position sollte auf jeden Fall sitzen. Kommen wir wieder in den nächsten Punkt, das ist der gleiche Bahnhof, die Perspektive jetzt in diesem Fall von oben nach unten, also sprich von der Vogelperspektive. Ich habe auf diese Passantin gewartet. Ich wollte das Bild nicht, also er geht in die Architekturfotografie rein, auch hier wieder die Achse, sieht man es ganz deutlich. Aber ich habe hier darauf geachtet, dass ich meine Zeiten entsprechend in eine längere Belichtungszeit komme. Ich liege hier, glaube ich, bei 20. oder 10. Die Frau war relativ schnell unterwegs und habe dadurch ein leichtes Huschen im Bild. Ist natürlich schöner noch, dadurch habe ich wiederum, man sagt immer so schön, der Mensch und die Architektur lebt nicht ohne den Mensch. Und dadurch glaube ich, dass man den Mensch in der Architekturfotografie mit aufnehmen sollte oder könnte, wenn möglich. Aufgrund des Wetters, das ist natürlich schon ein Problem. Ja? Also wenn es fast jeden Tag regnet und man hat eigentlich nur vielleicht 2 Stunden am Tag kein Regen, dann ist natürlich auch irgendwann so eine leichte Ermüdungserscheinung und dann habe ich mich schon auch in die U-Bahn bewegt. Eine gute Möglichkeit eben, dem Regen zu entrinnen. Die U-Bahn, sehr moderne U-Bahn und man sieht hier wiederum deutlich, ich achte darauf, dass ich eben wieder, also das ist praktisch jetzt eigentlich eine Wiederholung, aber trotzdem ist es die zentrale Linie. Ich möchte hier ein bisschen auf die Belichtung eingehen. Ich kann in der U-Bahn kein Stativ aufbauen. Das ist oftmals ein Problem. Also wenn Sie auf Brücken sind zum Beispiel und Sie bauen ein Stativ auf, da kommen meistens Sicherheitskräfte und sagen einem, bitte packen Sie Ihr Stativ ein. Sie sehen also eine Gefahr da drin. Das ist genauso, wie Sie im Kölner Dom auch nicht mit dem Stativ fotografieren können. Und das betrifft natürlich auch so eine Metro hier. Das heißt, ich kann hier nicht die Kamera, ich muss also frei arbeiten. Gut, weil ich habe die Sony A9
und eben dieses 24mm Objektiv. Ich habe eine 2,8er Lichtstärke, dadurch auch möglich, bei wenig Licht zu arbeiten, und man kann auch wirklich mit ISO, bis ISO 1600 ohne große Probleme arbeiten. Und das habe ich auch hier getan. Wichtig bei dem Bild ist, dass ich eben keine Ausfransungen habe. Ja, das heißt, man sieht es oben schön, oben links und oben rechts sind ja diese Neonstreifen. Da sieht man ganz deutlich, dass eben dazwischen das Schwarz noch zu sehen ist. Somit ist das Bild nicht ausgebrannt, und gleichzeitig kommt das Durchgangverbotsschild und das, Sie können hier weitergehen von dieser Rolltreppe, spielt eine große Rolle. Dadurch habe ich eine reduzierte Farbwahrnehmung, ne, weil das ganze Bild ist eigentlich grau, schwarz, weiß, und ich habe trotzdem dieses Rot-Gelb und das Blau-Gelb, und das ist sauber abgebildet. Und das ist wichtig, dass man das realisiert. Das Schöne ist natürlich in dieser spiegellosen Zeit, man kann das sehr schön lösen, weil man sieht ja auf dem Display oder im Sensor, was passiert. Dadurch kann man natürlich auch solche Arbeiten hier über die Plus-Minus-Taste schön oder relativ gut realisieren. Ich bin weiter in der Metro, ich bin nämlich genau ein paar Meter weiter gelaufen, eben diesen Weg, den ich eben gerade auch dargestellt habe. Und hier ist es, glaube ich, die Perspektive. Weil ich bin auf der Rolltreppe, also am Start der Rolltreppe, wo sie eben noch nicht fährt, und bin ganz unten und habe die Kamera sauber nach oben, also nicht nach oben gerissen. Man sieht es schön rechts und links, und die Linien wiederum sauber gerade. Ja, also es ist nicht verrissen, dass die Kamera, sondern ich bin sauber in der Senkrechten und habe die Rolltreppe benutzt als Rahmen. Und das Schöne war eben diese Skulpturen da oben, ja, die da eben nochmal in diesem Raum zu sehen waren. Und hier war es natürlich die Schwierigkeit, auch wieder mit dem Licht das zu realisieren. Ich arbeite mit, meine Grundeinstellung der Kamera ist immer eine mittenbetonte Messung. Und über die mittenbetonte Messung gehe ich praktisch auch auf meinen Schärfepunkt. Der Schärfepunkt hier, weil ich habe wieder kein Stativ, man sieht es auch, dass vorne ja auch eine gewisse Unschärfe ist. Und ich gehe also hinten in mittenbetonte Messung und gehe praktisch auf die Skulptur, taste mich dann mit Plus, Minus ran, wie ich es möchte, halte den Fokus, suche meinen Ausschnitt und fotografiere. Wichtig hier, wir sind ja mit dem 24mm Objektiv unterwegs, dadurch, ich kann meine Position, also oder meinen Bildwinkel oder Blickwinkel kann ich nur durch Bewegung verändern. Ja, ich habe also keine Möglichkeit, irgendwelche Zooms zu benutzen. Und dadurch ist es ein bisschen schwieriger, aber man schaut anders. Und durch diesen 24mm Blick ist man in diesem Weitwinkel. Und ganz ehrlich, am zweiten Tag schon war ich klar damit und wusste ganz genau, in welche Richtung das Ganze geht und was ich fotografieren kann, eben mit dieser Festbrennweite. Hier ist es noch ein bisschen waghalsiger, vielleicht kann man das so nennen, weil es eine Rolltreppe und man konnte in diese Metro nur über die Rolltreppe rein, also nicht über einen Fußweg, gibt es ja auch oftmals. Und zwischen den Rolltreppen bin ich, also ich bin genau in den Kanal in der Mitte reingegangen und habe die Kamera, habe also Klappdisplay aufgemacht, in der Form, dass es wirklich so stand, habe die Kamera genommen, also mit der Hand die Kordel gesichert, damit es mir nicht wegfällt, habe sie ganz unten hingelegt und habe dann ausgelöst. Das heißt, ich habe die Kamera so gehalten, in der Form, dass ich den Daumen als Auslöser benutzt habe und bin genau in diesen Schlitz zwischen den Handläufen gegangen und habe dann dieses Bild gemacht. Ja, ich habe natürlich hier schon Serienbilder gemacht, weil ich bewege mich und es ist natürlich die Frage, wann kommt der Moment? Das heißt, am Anfang war ich natürlich viel zu weit weg. Da versuche ich mich auszuloten, damit ich wirklich damit die Kamera sauber gerade steht. Und umso näher ich komme, und irgendwann kommt der Moment, wo dann das 24mm genau greift, wie ich es haben will, dass ich nicht zu knapp bin und auch nicht zu viel darstelle oder zu wenig darstelle. Wir kommen jetzt ein bisschen in die Nachtfotografie rein. Hier habe ich auch Stativ benutzt. Ich habe das Stativ auch dabei. In der Regel auf jeden Fall, hier in diesem Fall bei dieser Aktion in Bilbao sowieso, jeden Tag dabei gehabt, für diesen großen Moment. Habe hier, es ist nicht mit Graufilter gearbeitet. Das Schöne ist ja, dass das Filtergewinde bei den Tamron-Objektiven ist immer das gleiche. Dadurch kann ich praktisch, ganz egal welches Objektiv ich habe, kann ich den Filter wechseln. Dadurch habe ich wieder weniger Gepäck dabei und dadurch bin ich auch wieder variabler in meinen Augen. Hier in diesem Fall, aber kommen nachher noch Bilder, wo wir dann über diesen Graufilter noch mehr sprechen. Aber hier in diesem Fall eben habe ich ohne Graufilter gearbeitet und man sieht es schon. Ich habe die Spiegelung genutzt, ja.
aber ich bin mit der Kamera nicht zu tief gegangen, um nicht diesen Klassiker zu haben, ja, dass eben ich hab eine saubere 50% vom Bild ist unten die Spiegelung, oben das Haus, das wollte ich nicht haben. Deswegen bin ich praktisch so mit der Kamera auf vielleicht einen halben Meter und habe in diesem halben Meter einfach nur ISO runtergedreht auf 50er ISO, geht ja bei Sony, mit der Sony A9 kann ich auf 50 ISO gehen, habe dann, ich arbeite mit P, drehe am Rädchen, bis ich die Blende habe, geschlossen. Dadurch kriege ich auch eine Meldung, wenn ich die 30 Sekunden erreichen sollte. Das ist ein Vorteil, damit es nicht irgendwas schief läuft. Und dann anschließend habe ich eben auf diesen Moment gerade ein Testbild gemacht. Ich liege hier vielleicht bei 3 Sekunden, 2 Sekunden und habe tatsächlich auf den Bus gewartet. Weil dadurch habe ich natürlich nochmal in diesem Bild, was ja jetzt nicht farbenfroh ist, eben nochmal so einen schönen Farbakzent aufbauen können. Wir bleiben in der Nachtfotografie, jetzt ohne Bewegung, hier in diesem Fall wichtig, die Blende komplett geschlossen, eben die 22 ausgereizt und dann hat man eben auch diese Sternchen-Effekte. Das ist, finde ich, eine reine Geschmackssache. Der eine mag Sternchen, der andere nicht. Ich finde es manchmal schön, manchmal nicht, manchmal übertrieben. Hier in dem Film mag ich's, in dem Foto mag ich es ganz gerne. Kleine Eigenkritik, da ist eine Scheinwerfer, der eben so ein bisschen zu nah für mich ist am anderen. Und das ist so ein kleiner Mangel, den ich nicht so perfekt finde. Aber ansonsten, man sieht, was das Objektiv kann und was für eine Kraft es doch hat. Weil das hat natürlich auch mit dem Objektiv oder nur mit dem Objektiv zu tun, warum das eben in dieser Form zu sehen ist. Und ein paar Hochkantbilder. Es ist, man kann natürlich, also ich versuche es immer so, dass wenn ich unterwegs bin und ich habe ein schönes Motiv, dass ich zum einen ein Bild mache im Querformat. Ich gehe aber dann hin und suche dann auch doch mal das Hochformat. Einfach, damit ich es habe. Weil, was weiß ich, schöne Couch, Flur, was auch immer. Wenn sie nur 2 Bilder dahin hängen, ist es doch anders, als wenn sie 3 Bilder dahin hängen. Zum Beispiel auf dieser Fläche, wenn das jetzt über dem Sofa wäre, da kriegen sie maximal 2 Bilder hin. Und so kriegen sie schön 3 Bilder hingestellt und können das irgendwie miteinander ein bisschen... Ja, dann kommt man so ein bisschen in eine serielle Fotografie. In diesem Fall könnte man sagen, ja, ich habe mich auf die Wege konzentriert. Ja, auf Fluchtpunkte konzentriert. Und das kann man natürlich ganz anders zusammenstellen, auch vielleicht dienlich für zu Hause. In diesem Fall links ist es eben, also wir reden hier praktisch zweimal von moderner Architektur und einmal die Brücke ist natürlich älter, etwas älter. Somit habe ich also hier in diesem Fall das nicht eingehalten. Aber ich habe das mittlere Bild zum Beispiel genommen wegen dem Geländer. Vielleicht entsinnen Sie sich, ganz am Anfang hatte ich schon einmal ein Bild, wo ich das quer fotografiert hatte, wo ich die Vogelperspektive genutzt habe, also von unten nach oben fotografiert. Aber hier stehe ich nicht mehr ganz so in der Vogelperspektive, habe die Kamera hochgerissen, habe das Hochkantbild genutzt. Also hier habe ich eine zentrale Achse. Links in dem Bild nehme ich eine Spiegelung von einem, also ich habe die Fenster, also das war so eine Glaswand in dem linken Bild und da habe ich die Kamera relativ nah dran gehalten und habe dadurch die Spiegelung erreicht und rechts in dem Bild sieht man es auch deutlich, da geht das Geländer, beginnt rechts in der Ecke, wandert durchs Bild und endet ganz hinten dann hinter dem Fluss. Das ist so ein bisschen das Thema Bildaufbau, worauf man achten kann und wie gesagt, mit den 24 mm kann man das eigentlich relativ gut, diese Position finden. Man muss sich eben einfach nur bewegen. Das heißt zum Beispiel bei dem rechten Bild, ich muss einfach den Schritt nach hinten oder nach vorne gehen, um dann auch wirklich diesen Blickwinkel oder diesen Bildwinkel hinzubekommen. Aber dadurch, das Schöne ist, man ist dadurch im Umgang oder mit dem, was man fotografieren will, man konzentriert sich noch mehr. Und das ist eigentlich der Vorteil von diesen Festbrennweiten. Hier bin dann weiter in Richtung, also Richtung Fluss. Der Fluss geht eben ins Meer. Ich bin dann bis fast zum Meer und da gibt es auch gleich noch die Brücke, die kommt auch gleich noch. Und hier habe ich eben auch, also es ist ein, ja, vielleicht ein alter Hafen könnte es sein. Auf jeden Fall habe ich hier auch wiederum die Achse gesucht und habe tatsächlich auch gewartet, dass dieses Boot ins Bild reinfährt. Ich habe eine ganze Serie davon gemacht. Man hätte natürlich auch überlegen können, ich nehme das, also ich habe das Bild gehabt, wo das Boot links ins Bild reinfährt. Ich habe auch das Bild gehabt, wo es aus dem Bild rausfährt. Ich fand es hier in diesem Fall am schönsten, dass eben dieses Boot im Zentrum steht. Das ist die Brücke, um die es geht. Die Kollegen hier, die sind Freunde. Also ich habe sie gefragt, ob ich dieses Bild machen kann. Ich habe auch gefragt, ob sie sich, weil ich hatte das Problem, das Bild
konnte nicht wirken, wenn ich jetzt die beiden, wenn die beiden nicht da wären, wäre das Bild zu leer. Und durch diese zwei Personen erreiche ich natürlich eine ganz andere Tiefe im Bild. Das heißt, ich bin hingegangen, habe mit den Jungs gequatscht, habe dann fest rausbekommen, das sind Freunde, alte Freunde. Entfernung, ich weiß nicht in welchen Ländern, das habe ich jetzt gerade vergessen, aber die haben locker 3000 Kilometer entfernt gelebt. Ja, ich habe immer noch Kontakt auf Instagram mit den Leuten und jetzt sind sie wieder, haben sie sich wieder irgendwo getroffen. Ja, und dadurch haben sie auch das Bild bekommen, nämlich habe ich dann direkt vor Ort, habe ich es eben von Handy zu Handy weitergeleitet und somit ist das auch okay, das saved das Bild, dass ich das benutzt habe. Und man merkt deutlich, es gibt ja den Spruch, Vordergrund macht Bild gesund und das ist natürlich hier in diesem Fall schon dienlich. Ich habe sie eben dann gezwungen, dass sie sich unterhalten müssen. Man sieht schön, das ist die Brücke, das heißt, wir haben eine alte Stahlbrücke, irgendwie knappe 100 Jahre alt und es gibt eben leider dieses modernisierte Teil, was eben die Autos von einer Seite zur anderen führt. Das Ding ist stark. Also wenn Sie mal nach Bilbao gehen, sowieso sollten Sie mal machen und sich die Zeit nehmen, Bilbao lohnt sich. Es ist eine besondere Stadt. Und wenn ich hochgehe, man kann also mit dem Aufzug noch hochfahren, haben wir eben diese Stahlstruktur. Man sieht hier grauseliges Wetter. Es ist ja so, wir haben ja hier die Möglichkeit, eben das alles im Schutz, diese Streulichtblende, so, jetzt habe ich mein Wort wieder gefunden. Und das hilft natürlich vor allen Dingen im Regen, weil dadurch wird hier hinten hier nichts mehr nass. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Zum Zweiten, man hat natürlich den Schirm dabei. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, ich war im Knirps unterwegs, war ein Fehler. Man sollte einen Schirm mitnehmen, der ein bisschen längeren Stiel hat, weil den kann man nämlich viel besser unter die Achse halten, als wenn Sie nur so einen Knirps haben. Dann sind nämlich die eine Hand belegt, mit der anderen fotografieren Sie. Also viel besser ist, wenn Sie einen größeren Schirm mit einem größeren Stiel haben. Das sind so kleine Details zum Thema Regenfotografie. Das ist wieder mein Grün. Ne, man sieht es schön, das Grün zieht sich wirklich durch das gesamte Bild. Ne, ich habe einmal oben den Briefkasten, ich habe dieses Geländer, gleichzeitig die 11B. Das ist einfach nur ein Hauseingang, ja, rechts oder zwei Hauseingänge mit dieser Treppe drin. Man sieht deutlich der Bildaufbau. Ich habe die Wand genommen, nicht angeschnitten. Man sieht die Treppe, die hochläuft. Gleichzeitig sehe ich, dass da hinten noch was mehr ist und ich habe dieses Geländer, was durchs Bild geht. Das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man sowas fotografieren kann. Wenn ich mich ganz starr davor gestellt hätte, glaube ich, wäre ich nicht wirklich weitergekommen. Das sind also Möglichkeiten, Linien zu sehen, Bilder, einen Bildaufbau darauf zu achten, dass dies vielleicht von links beginnt oder von rechts beginnt. Ja, und wie zum Beispiel ein altes Fahrrad. Ne? Stand da einfach nur so. Das steht auch schon eine Zeit lang da, das sieht man wahrscheinlich auch. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wenn dieses Objektiv hat eben eine unglaublich tolle Naheinstellgrenze. Das heißt, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht ein paar Zentimeter nah ans Objekt komme ich dran. Und ich habe das hier in diesem Fall mal festgehalten und man sieht schon, was ich machen kann. Das heißt, wenn Sie unterwegs sind, wir werden nachher auch noch ein paar Foodbilder sehen. Wenn Sie mit diesem Objektiv unterwegs sind, haben Sie die Möglichkeit, eben da ranzugehen. Dadurch können Sie sich, ich will nicht sagen, dass es ein Makro ersetzt, das wäre falsch. Aber trotzdem habe ich die Möglichkeit, an Objekte so nah ranzugehen, dass ich wirklich auch eben ja, Details rausholen kann. Und das alles in einem Objektiv letzten Endes. Hier bin ich an der Küste. Man sieht deutlich, was ich gemacht habe. Ich habe das Boot. Und das Boot habe ich als Vordergrund genommen. Ja, und habe das wiederholt sich nochmal und hinten habe ich eben dann Gebäude. Wichtig an solchen Bildern ist, dass man eben versucht, verschiedene Ebenen zu zeigen. Das heißt also, ich habe das erst das Boot, das zweite Boot und oben irgendwann oben die Gebäude. Und dann habe ich gleichzeitig das Boot, dass es von der einen Seite, also von rechts rüber, nach links rüber geht. Dadurch wiederum eben Linienführung. Wichtig ist an dem Bild, dass ich natürlich die Kamera gerade halte. Und das sieht man schön, das ist mir gelungen. Weil man nämlich die Lampen drauf achtet, sieht man, dass sie sauber gerade stehen. Nochmal eine kleine Hochkant-Serie. Rechts haben wir nochmal diese Brücke von vorhin. In der Mitte ein Bild entstanden im Guggenheim-Museum. Hier sieht man deutlich, ich habe das den Lichteinfall genutzt. Der kommt links aus der Ecke raus, führt durchs Bild. Und die Dame habe ich gefragt, ob sie sich vielleicht dort hinstellen könnte. Und sie habe ich noch gebeten, nach oben zu gucken, um eben zu suggerieren, den Blick nach oben. Dadurch schaut man ganz anders das Bild hin, als wenn diese Frau nach unten gucken würde. Ganz schön ist ganz links das Bild.
Ich hatte aber ziemlich lange da gestanden, bin auch dreimal da durchgelaufen und ich habe erst beim dritten Mal eben diese verrückte oder wahnsinnige Deckenmalerei gesehen. Da sieht man mal, man sieht Sachen nicht einfach sofort, sondern man braucht manchmal auch Zeit und deswegen lohnt es sich, zurückzukehren. Aber da bin ich wirklich zwei oder dreimal vielleicht dran vorbeigelaufen und dann habe ich eben diese Hände gesehen und habe das jetzt eben hier in Form von diesem Dreier-Ensemble oder diese drei Bilder zusammengebracht. Wir kommen jetzt wieder zum Fluss zurück, zu dieser Brücke. Hier bin ich auf den Mittelstreifen gegangen, dadurch habe ich meine zentrale Achse und habe die 50 km/h-Schilder, die wiederum, das Rot war mir wichtig, dass das Rot wieder zu sehen ist in der Brücke hinten. Das Weiß findet sich auch automatisch wieder in der Architektur oben rechts. Und dadurch habe ich natürlich eine ganz andere Linie, als wenn die 250er nicht da wären, wäre das Bild langweilig. Und dadurch bekommt es eine Achse und eine andere Ebene. Ja, und jetzt kommen wir natürlich jetzt hier mal richtig so in die Nachtfotografie rein. Hier in diesem Fall Stativ, Graufilter. Ich übertreibe es nicht, ich habe mehrere Graufilter. Ich habe hier einen variablen Graufilter genommen. Dadurch kann ich mich noch ein bisschen so überlegen, wie weit ich gehen will. Ja, man darf ja auch, ich finde, es darf auch nicht zu viel werden. Das ist aber reine Geschmackssache. Aber mit einem Graufilter arbeiten ist wirklich eine wunderschöne Sache. Sollten Sie mal probieren. Ja, auch wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt leichte Bewölkung hätten und die Wolken ziehen einen irren durch viel Wind an Ihnen vorbei, dann ist natürlich so ein Graufilter schon sehr nett. Aber auch in der Nachtfotografie auf jeden Fall ein schönes Tool. Das ist jetzt die andere Seite von der Brücke. Ich hatte eben gerade das mit den 50-50 gezeigt. Jetzt sind wir dieser Brücke. Sie kennen das vielleicht. Die Brücken sind ja meistens so gebaut, dass die Elemente aufeinander liegen. Das heißt, ne, und die sind gar nicht fest. Und dadurch, wenn das Auto vorbeifährt, macht das immer dieses Klack-Klack. Also wenn Sie unter einer Brücke sind, hören Sie das eigentlich auch. Problem ist, wenn ich in Köln auf die Deutzer Brücke gehe und da ein Bild machen will von dem schönen Kölner Panorama. Ja, Problem da ist, dass wenn die Straße einmal drüber fährt, kann ich kein Bild mehr machen, weil die ganze Brücke sich bewegt. Hier in diesem Fall, ich hab mein Stativ, ich hatte also hier Brückenelement 1, Brückenelement 2. Ich habe mich hier drauf gestellt und habe auf einen Bus gewartet. Der Bus kam und ich habe erst dann ausgelöst, wenn er meinen Brückenkopf verlassen hatte. Das heißt, ich wusste, habe dann durchgezählt, wenn der neben mir immer, weil ich musste ja ein bisschen aufpassen, damit meine Positionen auch wirklich stimmen. Das Stativ hatte ich aufgebaut. Das machte immer klack, klack und dann habe ich nochmal eine 1 gezählt und dann habe ich ausgelöst. Ja, und dann konnte ich eben dieses Bild machen ohne Verwackelung. Wichtig war natürlich, dass kein zweites Auto war. Ne? Weil wenn ein zweites Auto noch dabei ist und dahinter kommt, dann wackelt ja doch wieder alles. Und deswegen hier die Konzentration, wirklich ein Bus alleine, der eben über diesen Brückenkopf, über diese Elemente drüber fährt, damit ich eben ohne Verwacklung arbeiten kann. Das ist eine schöne Möglichkeit, damit umzugehen. Eine Bar, Nachtfotografie, kein Stativ. Ich liege, glaube bei ISO 800. Ich brauchte gar nicht so tief zu gehen. Ich habe hier in diesem Fall eine Spotmessung benutzt, bin in das Licht reingegangen, in der Bar, habe den Weitwinkel gesucht, bin vor zurückgewandert, weil ich wollte natürlich rechts und links sollte diese Straßenszene auslaufen. Also ich wollte das nicht eingegrenzt haben und deswegen bin ich eben entsprechend zurückgelaufen, habe meine Position gesucht und habe das eben einfach mit einer Offenblende 2,8 fotografieren können. Und das ist das, was ich eben angesprochen hatte. Hier, ich bin relativ nah dran und kann dadurch natürlich auch nicht erst noch Makro, was weiß ich, sondern ich kann mit einem Objektiv es abdecken und kann Schärfepunkte suchen. Es macht keinen Sinn, bei so einem Bild den Schärfepunkt in dem ersten Tapa, das sind ja Tapas, Tapaskultur in Spanien, es macht keinen Sinn, den ersten zu nehmen. Man sollte immer den zweiten nehmen, dass das Bild von der Unschärfe über die Schärfe hinten dann wiederum in der Unschärfe ausläuft. Hier in diesem Fall wieder die Haupttapa in der Mitte, rechts und links die Unschärfen. Ich bin bei einer offenen Blende weiterhin, weil ich bin nicht mehr also ich habe kein Stativ an, im Hintergrund habe ich eben die Bar-Szene. Ja, und das ist jetzt so ein typisches Street-Fotografie-Bild. Das ist der Moment, wo dann eben, ja, die Sonne lacht, ne? Blende 8 gibt ja so einen Spruch. Aber
Die Sonne kommt raus. Große Freude für mich, weil es hat ja doch schon etwas mehr geregnet, als man sich das vorstellen könnte. Ich bin immer auf diese Straße gesprungen, wollte eben diese Architektur im Hintergrund haben und habe eigentlich darauf gewartet, dass jemand vorbeigeht. Man kann sich vorstellen, bei 24 Millimetern bin ich natürlich relativ nah an diesem. Es ist ja nicht so ein Bild, was man erhascht, ja? In Form von, ich habe hier irgendwie ein Tele drauf und kann irgendwelche Situationen da rausholen. Nein, hier in diesem Fall bin ich wirklich nah am Geschehen. Ja, und es war ganz gut. Also sie ist eben ganz nah an mir vorbeigelaufen. Ja, natürlich war sie auch ein bisschen abgelenkt über die Handyfotografie, über ihr Handy. Ja, aber gleichzeitig nimmt man auch doch wahr, dass ich da gestanden habe. Und das lief eigentlich, dieses Bild lief im Einvernehmen, im gegenseitigen Einvernehmen. Und dadurch konnte ich dieses Bild machen. Eine leichte Unschärfe drin. Ja, weil ich wollte sie auch nicht komplett scharf haben. Ich wollte diese leichte Unschärfe haben. Und der Vorteil war in diesem Fall, dass eben dieses Handy noch relativ nah am Gesicht ist. Das ist die Frau nicht, ist ja kein Porträt in dem Sinne. Hier in diesem Fall, andere Szene, habe mich positioniert und habe wirklich darauf gewartet, den Moment, dass ich dadurch fotografieren kann. Kann man auch mit Tierfotografie machen, sei bemerkt, indem man eben zwischen den Füßen von einem Tier aufs zweite Tier fotografiert. Ist eine Möglichkeit. In diesem Fall habe ich es mit Menschen gemacht. Das heißt also, wo mit meiner Kamera? Meine Kamera ist ganz unten. Ich benutze wieder mein Klappdisplay. Ja, habe wieder, wie ich es für eben schon mal beschrieben habe, die Kamera halte ich so fest und löse mit dem Daumen aus. Und so habe ich eben diesen Schuss machen können. Diese Bilder in dieser Form. Es ist nicht so, dass ich das einfach sehe und schnell mache, sondern hier bereite ich mich vor, habe eine Bildidee und warte. Ja, und diese Geduld habe ich. Ja, genauso hier. Ich habe jetzt also diese Brücke, ist eine bekannte Brücke dort, und habe eben, das geht ein bisschen in die Street-Fotografie rein. Ich habe diese Stelen auf der einen Seite. Ich habe diese Frau, die durchs Bild läuft, eben mit dem brutalen Regen. Und man sieht auf dem Bild, wie stark es regnet. Im Hintergrund habe ich eben diese Brücke. Dadurch habe ich die Architektur mit aufgenommen. Ja, und dann zum Thema Graffiti. Ja. Person geht durchs Bild und das hat natürlich so ein bisschen so einen, ja, als wenn gleich auf einmal diese Bestie kommt und die verschluckt oder irgend sowas. Und das ist letzten Endes eine Möglichkeit, dass man eben mit dem Umfeld zusammen was benutzt und dadurch Bilder aufbaut und dann so kleine Geschichten erzählt. Also geht es vielleicht ein bisschen in die Richtung Storytelling. Das ist im Museum von oben nach unten fotografiert. Ich bin jetzt natürlich klar in der Vogelperspektive. Es war eine Schulklasse. Ich habe meine Kamera so gedreht. Ja, also das ist ja ein 16 zu 9 Format. Normalerweise fotografiere ich im 3 zu 2. Das heißt, ich habe unten noch ein bisschen mehr und oben noch ein bisschen mehr. Und dann geht letzten Endes das Weiß ist nur geöffnet, indem der Weg von oben, unten, links, nach oben, rechts ausläuft. Ja, und da bin ich eben dann entsprechend über die Reling gehalten, habe wiederum das Display geklappt. Das kann ich ja auch in diese Richtung machen und kann es so halten. Manchmal spiegelt das einfach nur die Hand davor, ein bisschen aufpassen, weil hier ist dieser Sensor. Dadurch muss man ein bisschen den Punkt suchen, damit man eben entsprechend, damit das nicht wieder ausgeht. Nur das kann man natürlich auch anders einstellen, aber das ist zumindest ein Gedanke. Ja, und jetzt sind wir beim Guggenheim Museum. Ein starkes Museum, innen sowohl als auch außen, ist ein Publikumsmagnet. Ist ein touristisches Highlight in Bilbao. Und dieser Nebel, alle 20 Minuten gehen die Nebelmaschinen an. Das Ganze wird gesteigert, dass noch ein Mann da unten eben diesen fast Wasserbereich säubert. Und ich habe gesehen, wie der Nebel geht an, der Wind stimmte. Und ich bin wirklich über eine relativ große Brücke, über diese Brücke bin ich hinterher gehechtet, um dieses Bild eben machen zu können. Und das ist eben die Situation. Das ist natürlich, sind so Momente, da denkt man manchmal, hätte ich ein anderes Objektiv dabei gehabt? Nein, aber das kann man trotzdem lösen in Form von, dass man sich einfach bewegt. Und dieses Bewegen ist eigentlich gut. Das ist die Perspektive. Hier in diesem Fall wieder, das ist ein Graufilterbild. Hier liege ich wirklich lange, ich glaube bei 60 Sekunden. Blick eben vom anderen Ufer rüber auf dieses wunderschöne Gebäude von Franco Gehry. Davor ist eben diese Krake. Hier habe ich wieder mein Stativ aufgebaut und habe darauf gewartet, dass eben diese Flammen noch angehen. So, und so ein Bild in der Form, das kann ich nicht in der Automatik machen. Das muss ich vorher ausprobieren. Das heißt, ich habe diese Flammen
konzentriere mich drauf, mache erst ein Bild und konzentriere mich auf die Zeit, ungefähr bei 3-4 Sekunden, mehr sollte man nicht nehmen. Blende ist geschlossen, man sieht es doch schön, da kommen so leichte Spiegel, also so leichte Sternchen kommen in dem Bild auch raus oder hinten auch viel mehr noch. Ja, und dadurch entsteht dann eben, aber ich bereite mich auf so ein Bild vor, weil das Ding ist ja, auf einmal gehen diese Leuchtraketen los, aber das kann die Kamera ja gar nicht messen. Und dadurch muss ich eine Referenz machen, das heißt, ich gehe in P, suche meine Blende, man kann es auch mit AV oder A machen, macht dann sein Bild, guckt sich das Bild an, wenn man zufrieden ist, dann überträgt man diese Information ins Manuelle und macht anschließend dann sein Bild. Das ist dann von der anderen Seite nochmal. Hier vorne sieht man also eben diese Karrees oder diese Quadrate. Da ist nochmal das Feuer, was rauskommt. Hier wollte ich natürlich nur einfach diesen Qualm oder diesen Nebel nochmal mit einfangen. Das Gleiche dann nochmal tagsüber. Ich bin da also wiederholt hingegangen. Lohnt sich auch. Sowieso, man kann ja also auch eine Franco-Geri-Tour machen, man kann nach Düsseldorf fahren, man kann nach Herford fahren. Es gibt also diverse Orte, wo man Franco-Geri-Architektur findet und es lohnt sich, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Interessant ist vielleicht noch, dass keine dieser Elemente, die wir hier sehen, welchen Material auch immer, keine ist gleich. Ja, alle sind etwas unterschiedlich und alle sind so entsprechend, dann kann man sich vorstellen, was da für eine Planung dahinter steht. Und das ist schon beeindruckend, ne, wenn wir diese Formen sehen. Und da geht unwahrscheinlich viel. Man sieht es hier auch nochmal, ne, dieses Gebäude wächst förmlich in den Himmel rein. Ja, und da ist man natürlich mit den 20 mm gut bedient. Durch diesen leichten Weitwinkel, nicht übertriebenen Weitwinkel. Und dadurch kommt natürlich eine irre Dynamik raus. Man hat manchmal so ein bisschen die Neigung, dass man zu knapp arbeitet. Aber das kann man ja auch wieder lösen, indem man einen Schritt zurückgeht beispielsweise. Hier wieder nochmal diese Formen wieder gefunden. Das ist diese Kraft. Wenn nach dem Regen, wenn die Sonne rauskommt, dann hat das Ganze nur noch ein Lichtermeer. Und das ist der Vorteil, wiederum, wenn man unterwegs ist in Bilbao bei Regen in der Regenzeit oder wenn viel Regen ist. Aber es geht einfach darum, dadurch kommt anderes Licht raus. Wir sind jetzt bei der Fußgängerbrücke nochmal. Man sieht es deutlich. Ich habe eine Tiefe aufgebaut in der Form, dass ich durch eine Lücke durch fotografiert habe. Hier Schärfepunkt hinten gesucht, trotzdem mit Stativ gearbeitet, aber der Schärfepunkt ist hinten gesucht. Hier wieder die Brücke von der anderen Seite. Wir hatten das Regenbild vorhin genau gegenüber gemacht, wo ich noch gesagt habe, es hat so viel geregnet. Hier bin ich genau auf der anderen Seite, bin unten am Boden und lasse die Leute praktisch durchlaufen und habe darauf geachtet, dass dieser Bogen genau im Zentrum, in der Mitte, in den Häusern runterbricht. Das heißt, also ich habe verschiedene Achsen, viele Achsen zusammengebracht. Das Ganze hier dann nachts eben entsprechend, da sieht man die Brücke nochmal sehr schön. Das Bild beginnt wieder von links. Der Hintergrund dafür ist, wir schreiben von links nach rechts. Dadurch ist eigentlich unsere Betrachtung von Bildern immer der Blick von links nach rechts. Und da kann man achten. Zum Beispiel, wenn Sie in anderen Kulturen oder Kontinenten oder Kulturen unterwegs sind, da werden Sie sehen, dass Sie manchmal mit der Fotografie gar nicht so viel anfangen können. Und das liegt daran, weil eine andere Sichtweise ist. Man muss sich da komplett anders reindenken und das nochmal anders betrachten. Ja, das ist dann die moderne Architektur. Also auch wenn Sie Zeit haben, gehen Sie rein nach Bilbao ins Guggenheim Museum und suchen Sie wirklich die Blickwinkel. So, mit einem Lächeln. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, dass das nicht das letzte Bild ist, aber mit einem Lächeln möchte ich mich verabschieden. Große Freude, danke für die Aufmerksamkeit. Gerne wieder. Tausend Dank.